zusammen. Ich grüße euch jetzt hier aus der leeren Wohnung für meine Mutter, die ich hier gefunden habe bei uns im Dorf. Ich zeige euch jetzt mal einen Rundumgang und gleich, was ich jetzt vom Keller noch hochschaffen muss und einräumen muss. Also, seid gespannt. Ich gehe jetzt gleich nochmal raus und zeige euch einen Rundgang durch die neue altersgerechte Wohnung für meine Mutter. Bis gleich! So, Küchenfenster. Eingangstür. So. Hier sind wir am Eingang. Es hat hier eine Einbaugarderobe, praktisch. Da muss ich schon nicht nach Möbel suchen und wir haben schon etwas zum Einräumen. Hier drüben, was natürlich besonders super ist, eine bodenebene Dusche. Da kann sie gleich rein, auch mit dem Rollator geht's. Klo ist hier. Und ha, auch besonders toll, ein Tumbler mit Waschmaschine. Was auch nicht jede Wohnung hat, geht es weiter in die Küche. Beziehungsweise hier ist noch ein Zimmer. Das wird mal das Schlafzimmer geben. Ist eine Dachwohnung, wie man sieht. Hat überall Dachschrägen drin. Aber wenigstens altersgerecht. Hier die Küche. Mal ein moderner Herd. Sie hat jetzt immer so alte Platten. Ich zeige euch nachher mal die alte Wohnung noch, wenn sie richtig leer ist. Und mein Emil ist jetzt immer dabei. Und das ist das Wohnzimmer. Tja, das ist so der Rundumgang. Sind wir beim Keller unten und ich zeige euch gleich, was mich erwartet zum Einräumen. Hier könnt ihr mal sehen, der Keller ist rappelvoll und bis hinten hin, und das darf ich jetzt alles noch in die Wohnung einräumen, bis am nächsten Freitag dann die Zügelleute kommen und ihre Wohnung noch den Rest ausräumen. Und hiermit habe ich das ganze Wochenende wohl zu tun. Das könnt ihr auch verstehen, dass mir ein bisschen das Wasser bis zum Hals erreicht, oder? Was ich euch auch noch sagen möchte, ist vielen, vielen Dank für die vielen Tipps zu den Flaschen, die man sich kaufen kann, aus Plastik oder auch aus Glas. Ich habe mich jetzt mal für den Emil entschieden, hier, die sind sehr schön eingepackt. Ich zeige euch jetzt gerade mal noch, wie das innen aussieht. So, Kamera auf die Schachtel. So, ich hole jetzt mal den Emil raus. Das ist so eine Glasflasche. Hier kann man es noch lesen, muss glatt ins Licht, es ist ein bisschen dunkel. Oh, ich hole das Licht. Hier, Emil, die Flasche und hat auch die Blume des Lebens auf dem Boden und ist aus Glas. So, nun habt ihr ein bisschen Einblick, was jetzt alles bei mir so abgeht, und ihr versteht sicher, dass ich so nicht so viel Zeit habe, um YouTube-Videos zu drehen und deshalb hinterherhinke mit meinen Themen. Aber ich denke, die sich weiter interessieren für meine Themen, bleiben auch dabei, wenn ich jetzt nicht gleich jede Woche ein Video rausbringe. Und ich danke euch für eure Geduld und bis zum nächsten Mal. Tschüss!